Okay, 36 Jahre alt, verheiratet, drei Kinder, alles Mädels, 8, 6 und 2 Jahre alt. Ich wohne also in einem Frauenhaus. In Sindelfingen, was mache ich, wenn ich nicht gerade Landesschülerpfarrer bin? Sportlich gerne unterwegs, spiele Volleyball im Verein, sofern die Zeit reicht, Fußball ab und zu im Sommer, Fahrradfahren und nachher auch eigentlich privat sehr gerne das, was ich hier beruflich viel machen darf, nämlich mit Menschen zusammen sein, mit jungen Menschen zusammen sein und vor allem mit Leuten, die in irgendeiner Weise besonders sind oder was Typisches mitbringen. Das fasziniert mich, fremde Lebenswelten auch kennenlernen. Schule ist ein Thema, was Jugendliche natürlich so prägt wie fast nichts anderes. Und weil evangelische Kinder- und Jugendarbeit es mit Jugendlichen und Kindern zu tun hat, kann sie gar nicht an diesem wichtigen Thema vorbeigehen. Und die Schülerinnen- und Schülerarbeit und im Speziellen der Landesschülerpfarrer ist dazu da, diese Fragen miteinander in ein Verhältnis zu bringen. Also wie ist das mit Jugendarbeit und Schule, auch bei den enormen Entwicklungen, die sich im Bereich der Schule im Moment abspielen, Ganztagsschule, bleibt da noch Zeit für Jugendarbeit, für Jugendgruppen? Was bedeutet das für die Jugendarbeit? Diese Prozesse müssen begleitet werden und da soll hier in der Schülerinnen- und Schülerarbeit eine Stelle sein, wo die Fäden zusammenlaufen können. Also die Frage, soll und kann Jugendarbeit auf Schule zugehen? Und daneben aber auch noch das ganz andere. Jugendliche dürfen nicht komplett im System Schule aufgehen, sondern es gibt hoffentlich noch Räume außerhalb der Schule. Und das sind Räume, die auch die evangelische Jugendarbeit bereitstellen will. Und dafür müssen wir, glaube ich, auch kämpfen, zu sagen, die Schule, die darf nicht einfach alles sich greifen, sondern es gibt diese Plätze. Zum Beispiel die Wochenenden, zum Beispiel die Ferien mit Freizeiten. Und da will evangelische Jugendarbeit bewusst auch Akzente setzen, zu sagen, hier gibt es wichtige auch Bildungsräume außerhalb des Schulbereichs. Also beides gehört dazu. Und konkret, zum Glück, Arbeit viel mit Jugendlichen direkt, aber auch mit einem großen Team von Ehrenamtlichen, die in unterschiedlichsten Feldern hier sich einsetzen für Themen rund um das Feld Schule und auch natürlich in Kooperation mit Kolleginnen und Kollegen in der Schülerarbeit und dem EFW insgesamt und mit anderen Partnern außerhalb des EFW. Ja, die längste zusammenhängende Phase meines Lebens habe ich das gemacht, was sicherlich die meisten von sich sagen können. Ich war nämlich Schüler, schlichtweg. Nach der Schulzeit habe ich dann Zivildienst gemacht, ein Jahr, und das war eines der prägendsten Jahre für mich. Seither empfehle ich auch allen, die fragen, Mensch, was soll ich nach der Schule machen? Vielleicht was Praktisches. Das ist eine sinnvolle Erfahrung, eine gute Sache, mal was anderes sehen. Bei mir war das Zivildienst in einer Einrichtung mit psychisch kranken jungen Menschen. Und das hat dann auch dazu geführt, dass ich nachher nicht nur das Theologiestudium aufgenommen habe, das hatte ich schon geplant seit der 12. Klasse ungefähr, sondern dass ich auch noch Psychologie studiert habe, weil mich diese ganze Thematik der psychischen Krankheiten sehr interessiert hat seit dem Zivildienst. Also diese beiden Studiengänge habe ich studiert in Tübingen und ein Jahr lang auch in Edinburgh in Schottland. Nach der Studienphase kam dann das Vikariat, das ist also das, was bei den Lehrern das Referendariat ist, die praktische Phase der Ausbildung nach dem Studium zum Pfarrer werden. Das habe ich in Dagersheim gemacht und dann kam ein Abschnitt von anderthalb Jahren, der für mich einer der kostbarsten ist in meiner Biografie, nämlich die Zeit, in der ich Hausmann war, in der ich Elternzeit genommen habe. Da ist sehr viel an Beziehungen gewachsen zu meinen Kindern. Die Zeit möchte ich überhaupt nicht missen, die war sehr wertvoll. Weil ich in dieser Zeit schon parallel so ein bisschen herkommen von der Psychologie und von meiner Liebe für Statistik Begleitforschung gemacht habe im Bereich der Jugendarbeit und Jugendfreizeiten, kam dann eine Anfrage an mich, ob ich an der Uni in Tübingen nicht ein Forschungsprojekt mitleiten möchte zum Thema Konfirmandenarbeit, und das habe ich jetzt die letzten Jahre gemacht. Also zunächst mal sicher nicht die wahre Bildung, die ohne H, die man wie im Supermarkt anscheinend kaufen kann, die man produzieren kann, die man quantifizieren, zählen kann.
Das ist ein Bildungsverständnis, das hat sich in den letzten Jahren eingeschlichen bei uns. Und ich glaube, dass das insgesamt schadet, im Schulbereich, aber auch im universitären Bereich. Auswirkungen davon sind die Bemühungen, immer mehr Wissensbestände in immer kürzere Zeit zu komprimieren. G8, Bachelor-Master-Umstellung, das sind ja Themen, die gerade stark in der Diskussion sind. Und da sind sicher wertvolle Ansätze drin, aber diese Grundlogik, dass immer mehr, immer schneller gehen muss, das vernachlässigt einen wichtigen Aspekt von Bildung, der nämlich Zeit braucht. Ich glaube, hinter diesen Entwicklungen im Bildungsbereich steckt so ein Grundgedanke, ein Grundbild, das schon im kleinen Kind den zukünftigen Ingenieur sieht, der deutsche Technologie auf der globalisierten Welt durchsetzen kann, also ein ökonomisches Leitbild. Und der christliche Glaube hat hier etwas anderes zu sagen, ein anderes Bild. Der sieht nämlich schon im kleinen Kind und dann auch im Jugendlichen und im Erwachsenen das Ebenbild Gottes. Ganz schlicht, da steckt mehr drin in diesem Mensch als jemand, der produktiv werden kann, der unsere Wirtschaft vorwärts bringen kann. Das gehört alles auch dazu. Aber es ist eben zweitrangig, denn zunächst ist der Mensch ein Wesen, dem Würde mitgegeben ist, eine Würde, die völlig unabhängig ist von seiner Leistung. Und wenn wir den Menschen so verstehen als Ebenbild Gottes, dann ist die Hauptaufgabe, das, was gebildet werden soll in einem Kind und Jugendlichen, nicht die Leistungsfähigkeit, sondern Beziehungsfähigkeit. Dazu ist der Mensch berufen, Beziehungen herzustellen, zunächst mal zu sich selbst, wissen, wer ich bin, Identität, aber dann auch Beziehungen zum Mitmenschen und Beziehungen zu Gott, zum Schöpfer, zu dem, der auch das Ziel des Lebens setzt. Insofern ist Bildung weit, weit mehr als nur die Wissensvermittlung und dafür möchte ich eintreten, möchte mich engagieren dafür, dass wir nicht ein verkürztes Bildungsverständnis haben, was dazu führt, dass auch Irrwege gegangen werden. Hier soll und darf die Kirche stark sein. Ja, Abi-Reisen, Abi-Fahrten, das gehört schon seit vielen Jahren dazu, dass man, wenn man die Strapazen der Prüfung hinter sich hat, dann wegfährt, relaxed, Chill-out macht, das ist sicherlich eine ganz wichtige, tolle Sache. Aber in den letzten Jahren hat sich da eine Entwicklung eingestellt, dass das ein richtig gehender Markt wurde. Es gibt kommerzielle Jugendreiseanbieter, die hier zu Billigpreisen dann die frisch gebackenen Abiturienten nach Spanien karren. Hier mal einen Ausschnitt aus einem Prospekt: Feiern, bis der Arzt kommt in Spanien. Und wenn man sich solche Prospekte genauer anschaut, sieht man, dass da sogar Flatrate-Angebote mit drin sind, also Alkohol für einen Flatrate-Preis, so viel man eben nur kann in der Woche. Und da, denke ich, ist ein Punkt erreicht, wo man bewusst auch mal einen Gegenakzent setzen sollte. Denn es gibt durchaus Sinnvolleres zu tun und auch Dinge, die angemessener sind für Leute, die gerade die höchste Schulprüfung, die unser Land zu bieten hat, abgelegt haben, als sich eine Woche sinnlos zu besaufen. Deshalb bewusst dieses Kontrastprogramm Sinn statt Saufen. Das sind 4 Tage nach dem schriftlichen Abi, ein Angebot, gemeinsam wegzufahren und dort natürlich zu relaxen. Das wird eine ganz gemütliche Sache. Ausflüge machen, einfach auch mal die Seele und die Füße baumeln lassen. Dann aber auch fragen nach dem Sinn. Also vielleicht einen gemeinsamen Abendabschluss oder auch mal jemanden einladen und befragen, wie war das bei dir, die Zeit nach der Schule, die Berufswahl, wie hat sich das bei dir entwickelt? Und wichtig, der Alkohol soll bei dieser Sache nicht im Vordergrund stehen. Deshalb Sinn statt Saufen. Das wird übrigens von Abiturienten selber entwickelt. Wir haben da nur den Anstoß gegeben, treffen uns mit denen, bereiten das vor, die kriegen das auf Eigeninitiative dann hin und wir unterstützen ein bisschen. Und vielleicht ist das ja ein Modell, das in den nächsten Jahren noch wachsen kann. Ich glaube, wir haben gute Alternativen zu bieten zu dem, was sonst so üblich ist.